Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Surreal-Unboxing für euch und deswegen ist natürlich Sammy auch mit am Start. Ja, er darf dann auch mit verkosten. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, genießt die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch viel Spaß mit dem Video. So, als erstes haben wir hier einen Adventskalender von Surreal. Den möchten Sammy und ich gerne in einem separaten Video zusammen testen. Ich glaube, von außen gefällt er ihm schon mal optisch sehr gut, ne? Scheint so. ja, fand ich ganz ansprechend und ganz süß. Und ich habe mir auch gedacht, Sammy kriegt zwar einen Adventskalender, aber warum darf er das nicht so machen, so wie ich das auch immer mache? Und die Adventskalender komplett öffnen, bevor Weihnachten ist. Naja, das werden wir auf jeden Fall zusammen testen. Ne Maus? Ja, du möchtest was essen. Ich weiß, jetzt kommen erstmal die langweiligen Sachen. Dann habe ich hier Hundedecken gekauft. Das sind relativ günstige. Die kosten irgendwie 6 Euro pro Stück oder so. Da habe ich direkt mehrere von geholt. Die kriegt er immer in sein Körbchen. Und ja, das ist halt nur wie auf die Decke, auf der wir jetzt sitzen. Das sind relativ simple, günstige Decken. Und da habe ich mir immer direkt mehrere von geholt, weil die doch auch relativ schnell auf sind. Auch ein paar mehr Decken. So, dann durfte natürlich sein Grund... Ja, nicht Grundnahrungsmittel, sondern sein Grundnassfutter nicht fehlen, ne Maus? Da kriegt er jeden Abend ein Tütchen von. Und zwar ist es hier von Pedigree. So rum. Die Kätzchen, ne? Das ist dieses Pedigree Vital Protection in Soße. Da hast du dann auch verschiedene Sorten mit drin und ja... Mag er ganz gerne, mische ich immer mit seinem Trockenfutter und dann nimmt er das halt auch immer ganz gut an. Es ist auch einfach mal so ein bisschen für den Geschmack was ganz Schönes und ja, das kriegt er natürlich dann mit dabei. Das hole ich immer im Großpack, also ich glaube, ich habe jetzt 96 oder so geholt. Das heißt, ganz schön viele. Ja, Sammy, das ist alles für dich, alles für dich. Sind immer 12 Stück in einem so einem Ding drin. Uff, Maus, pass auf! Ja, ich weiß, wir kommen ja gleich zum Jam. Du hast ja recht. So, das haben wir gratis mit dabei gekriegt. Das ist von Purina Gourmet Crystal Soup. Ich weiß nur nicht, für welches Tier das ist, weil ich für Katzen und für Hunde was bestellt habe. Ich mach das mal vorsichtig auf und guck rein. Ich glaube, das ist für Katzenmaus. Ich glaube, sowas ist wirklich für Katzen. Na, guck mal. Ja. Das ist für Katzen. Und das gab es gratis mit dabei, weil ich irgendwie einen gewissen Bestellwert erreicht hatte. Und dann gab es irgendwas gratis. Da beschweren wir uns nicht. Da wir bald ein Katzentauschpaket haben, ist es überhaupt kein Thema. Derjenige, mit dem wir tauschen, guckt auch wahrscheinlich gerade zu. Der hat nämlich einen Kater, der heißt auch Sammy. Genau, das hier ist auch mit köstliche Brühe mit naturbelassenem Huhn. Garniert mit Gemüse. Na hallo. Ja, Maus, das ist nichts für dich. Das ist für Katzen. Das ist für Miezekatzen. Ich weiß, wir haben ja immer noch nichts für Hunde. Das ist auch wieder was für Katzen. Vitaldrink mit Huhn. Miamor Trinkfein. Sammy ist ganz ungeduldig. Gab es auch gratis mit dazu. Und wir haben ein neues Tau für Sammy geholt. Den möchte ich auch schon gerne haben. Weil jetzt bei dieser Jahreszeit schleppt er gerne seine Spielsachen auch immer mit nach draußen. Und da die Tür halt zu ist, kann er sie nicht jederzeit wieder reinholen. Ja, ich weiß, ich rede mal wieder über ihn. Ne? Ach, er kann das nicht haben, wenn Frauchen wieder lästert. Naja, auf jeden Fall musste jetzt wieder ein neues Tau her, damit er hier auch im Haus was zum Spielen hat. Ein großes Tau, ein kleines hast du ja letztens bekommen von der lieben Nerzicke bzw. von der lieben Fiona. So, von beiden.
So, und jetzt haben wir auch schon die beiden Boxen hier drin, die mir freundlicherweise empfohlen wurden von einer lieben Abonnentin. Und ich bin ihr unheimlich dankbar dafür. Ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, deswegen blende ich euch den hier mal ein. Super lieb, die hat mir nämlich gesagt, Mensch Claudi, hast du eigentlich mitbekommen, dass die jetzt gerade wieder die Schatzkisten bei Zurreal verkaufen? Und ich so, what? Nein! Direkt bestellt. Eine für Hunde, eine für Katzen, weil ich ja, wie gesagt, das Tauschpaket habe bald mit Sammy, für Sammy, Kater und Hund tauschen. Und genau, da wollte ich ein bisschen was holen. Aber wir machen jetzt erstmal zusammen die Schatzkiste für den Hund auf. Wir hatten ja schon mal eine und die war ja ultra cool. Die fand Sammy richtig toll. So, Sammy Maus, wir machen uns mal hier ein bisschen Platz, damit du hier schön alles haben kannst. Räuchchen nimmt einfach mal ihre Füße hoch. Ne? So. Und ich schaue rein und sehe direkt, dass es ein ganz anderer Inhalt ist als vorher und das finde ich super. Zum einen haben wir hier drin ein kleines Eichhörnchen oder was auch immer das darstellen soll. Und es wird sehr, sehr bald tot sein, denke ich mal. Hm, Maus? Du willst es schnell zerfetzen, oder? Meinst du? Ja, er wird es ziemlich schnell kaputt kriegen, aber es ist egal. Jo. Wir bleiben ja immer mit dabei, weil solche Spielsachen sollte man dann nicht alleine lassen mit den Hunden, weil die sind halt sehr, sehr klein und das können die auch schnell verschlucken oder so und dann ist das lebensgefährlich, ne? Das ist nicht gut, deswegen bleibe ich dabei, pass auf, das hat Quietschi drin. Achtung. Okay, jetzt quietscht nicht. Es macht einfach nur Luft. Okay, ich stelle jetzt, ich leg's mal hier vorne hin. Sammy, wir konzentrieren uns lieber auf das Futter, oder? Ja, besser ist das. Hier haben wir auch noch so eine kleine Informationsgeschichte mit drin. Genau, dass die nächste Schatzkiste auch verlost wird und dass das die Christmas-Schatzkiste ist und dass man das auf Instagram teilen soll. Ja, das werden wir machen. Ja, Maus, ich weiß. Ja, dreh mir den Hintern zu. Ist ja vollkommen in Ordnung. Hier ist noch ein Spielzeug drin und das finde ich ultra. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde das geil. Was sagst du, Maus? Oh mein Gott, das quietscht. Ihr seht das, ne? Er wedelt mit dem Schwanz. Ja, mein Hund ist Gott sei Dank nicht so ein, ich bin jetzt da und mops allen irgendwas Hund. Geil ist auch einfach hinten der Anhänger. Okay, ja. Ich sollte meinen Hund nicht allzu sehr stressen. Ich gebe ihm jetzt erstmal was zu essen. So, hier haben wir einmal drin von Zurreal saftige Würstchen. Und davon kriegt der kleine Mann jetzt erstmal was. Ha. Ich habe gerade einen süßen Hund hier. Ja, ich weiß. Ich krieg's nicht auf. Maus, für dich mache ich doch alles. Oh, möchtest du das haben? Oh, er feiert das gerade. Endlich gibt's was zu essen, weil er kennt das mittlerweile. Wenn wir hier in meinen Raum gehen und ich die Decke hier hinlege, ich ihn rufe und er rein darf, dann gibt's was. Mmh. Das ist lecker. Das ist richtig lecker. Ja, also diese saftigen Würstchen gefallen ihm ultra gut. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Die hier kennt Sammy auch. Das sind nämlich seine Lieblingsknochen. Er hat davon tatsächlich noch 2 Stück bei uns im Wohnzimmer liegen, weil er sich die von draußen nach drinnen geholt hat. Darf er auch. Es ist ja auch sein Haus, ne? Ja, das sind einfach so Knochen, wo du außen drum zu noch ein bisschen Fleisch, Haut, was auch immer hast. Und das liebt Sammy. Der nackelt daran rum, tagelang, wochenlang, hat dann das Mark damit drin. Der feiert die und ist super. Darüber wird er sich freuen und das wird er auch sehr, sehr bald dann wieder kriegen. Ne, aber nicht jetzt, Maus. Dann wirst du ja die ganze Zeit beschäftigt. So, hier haben wir von Lois zum Fressen gern. Ach so, das hier ist übrigens von Alpha Spirit. Das habe ich gar nicht dabei gesagt, ne? Richtig, richtig geiles Zeug, kann ich nur empfehlen. Gibt es bei Zurreal auch immer wieder im Angebot als Megapack, dass du da viele, viele drin hast. So, hier habe ich jetzt Kaumix mit Ochsenzimmer, Energy Chips, Gaumen, Rindermilz und Rinder... Würstchen aus Österreich zum Fressen gern von Lois, auch wieder Würstchen. Ja, komm.
mache ich die nächste Würstchenpackung auf. Aber die kannst du wieder verschließen, das ist ganz praktisch. Meine Güte, du hast es hier gut, Maus. Hm? Oh, das ist so eine richtig, da sind verschiedene Sachen drin. Da hast du wirklich hier verschiedene. Ah, das heißt hier, hier ist Ochsenzimmer drin und hier sind Energy Chips drin und hier ist Gaumen drin und hier ist Rindermilch drin und hier sind Rinderwürstchen drin. Also verschiedene getrocknete Sachen. Und das hier, was auch immer das ist, bekommt Sammy. Der guckt auch schon so. Ich hätte jetzt auf Milz getippt. Sah so geschlossen aus. Ja, und hier halt noch so größere Stückchen, ne? Das ist natürlich total großartig, weil hier siehst du ja auch drauf, dass es für viele verschiedene Hundegrößen ist. Hast du das gerade eingeatmet, Sammy? Jo, war gut, ne? Na dann. Gucken wir mal, gibt's noch irgendwie. Ach, so ein Würstchen, ne? Würstchen hattest du auch eben schon. Na komm. Nimmst du hier so ein. Ich glaube, das ist ein Ochsenzieher oder so. Nom nom. So. Dann habe ich hier als nächstes drin. Von Dogs Fine Food. Rind, Feinkost für Hunde zur artgerechten Ernährung unserer besten Freunde. Und das ist auch so was Ähnliches wie, also das ist so ein Nassfutter auch, ne? Auch total super. Also ich schreibe euch ja auch immer wieder den Wert rein, wenn ich das so bei Zoroyal oder wo auch immer finde. Auch richtig cool. Auch das wurde gerade komplett eingeatmet. Leute, der Hund geht gerade ein bisschen steil und freut sich. Okay. Dann habe ich hier noch ein bisschen Nassfutter drin von Miam Miam, richtig coole Markenname. Saftiges Huhn mit zarter Ente an Möhrchen und gekochter Hirse. Das hört sich an wie so ein 5-Sterne-Menü, ne? Richtig toll. Also eine hochwertige Marke, Sammy. Für dich nur das Beste, Maus. Für dich nur das Beste. So, dann haben wir etwas Größeres drin von Purina Beyond. Grain-free, getreidefrei. Sehr, sehr gut. Reich an Huhn mit grünen Bohnen. Ja, super. Grüne Bohnen. Ich hoffe, dass mein Hund nicht furzen wird. Ja, genau. Das ist eine etwas größere Dose. Hier hast du 400 Gramm drin. Ganz schön groß, echt. Dann haben wir von Zoroyal, von der Eigenmarke, mit Hühnerherzen. Mmh. Mit 70% Fleisch und Innereien. Genau. Das ist auch eine etwas größere Dose, 400 Gramm. So. Hier haben wir von Christophorus Natur im Biss, das reine Vergnügen, Hähnchen-Kau-Sandwich, Chicken-Chewing-Sandwich. Aha, sowas finde ich interessant. Was das wohl ist, sowas wie Bifi-Karazza für Hunde. Achso, getreidefrei und fettarm. Ne? Nein, sieht das gut aus. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie so ein Wrap oder sowas. Oh, das riecht gut. Da würde ich am liebsten selber reinbeißen. Das riecht richtig gut nach Huhn. Ich weiß nur nicht, was da außen drum zu ist. Aber das ist Hühnchen und außen drum zu. Hätte ich jetzt gesagt, keine Ahnung, Rinderkopfhaut oder sowas. Was meinst du, Maus? Interessiert dich nicht, ne? Doch, Rinderrohhaut, siehst du? Bitteschön. Oh, nom nom. Da muss er jetzt ein bisschen länger dran kauen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann zeige ich euch nämlich, was hier noch so drin ist in dieser Box. Und zwar habe ich hier vom Feinsten. Das ist von Animonda mit Geflügel und Kall. Ein kleines Nassfutter mit 150 Gramm. Dann habe ich hier eine große Packung Nassfutter. Ich mache dem kleinen Mann mal Platz, weil mit seinem Kausnack braucht er etwas mehr Platz. Von Nutro Wildfruncher, High Protein und Grain Free. Auch richtig cool, 300 Gramm. Oh, guck mal, mit getrockneten Rübenschnitzeln, mit Mineralstoffen, mit Truthahn. Ohne Knochen, Herzen, Leber, konzentrierte Hühnerbrühe. Ja, ne? Daran wird er Spaß haben. Er hat mich hier voll an meinem Knie angesammelt.
zurecht, würde ich mal so sagen. So, dann habe ich von Happy Dog Sensible, das hatten wir, letztes Mal hatten wir auch so eine Futterprobe von Happy Dog drin, mit Pferd. Montana. Muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe da kein Problem mit. Bei mir bekommt Sammy auch tatsächlich Leckerlis mit Pferd oder mit Kaninchen. Da sind wir ganz entspannt. Hauptsache, es ist halt gut für ihn. Ne? Und das hier ist halt dann mit Pferd. Jo. Trockenfutter. 300 Gramm. Mhm. Dann von Mera, The Pet Food Family, Pure Sensitive. Mit Truthahn und Reis. Das ist ein ganzes Kilo sogar. Das ist auch ein Trockenfutter. Richtig cool. Truthahn und Reis. Das ist auf jeden Fall gesund. Single Protein, ohne glutenhaltige Zutaten. Die Reinheit der Natur für sensible Hunde ist doch perfekt. Ne, Maus, da beschweren wir uns nicht. Richtig cool. Du hast auch gegessen? Ja, überliegen noch ein paar Krümel, aber damit kommt es klar, ne? So, hier sind wir bei einem Hundesnack von Hunter aus frischem Rind. Also die Verpackung fühlt sich auch schon sehr, sehr hochwertig an. 87% Rind, pflanzliche Nebenerzeuge, 12% Mineral... Nee, Quatsch. 87% Rind... Pflanzliche Nebenerzeugnisse 12% und 1% Mineralstoffe. So, dann gucken wir mal rein. Es riecht nicht stark, also es ist einfach nur ein Stick halt, ne? So. Sind halt mehrere verschiedene, also nicht verschiedene, sind mehrere Sticks drin. Und, ach, guck mal, das zuzumachen ist ja eine ganz neue Art und Weise. Das gefällt mir. Ich musste nämlich nur so zudrücken und nicht wie bei den anderen, dass du halt genau diese Nut zusammenkriegst. Er hat schon wieder aufgegessen. Ja, Maus, ich erkläre das hier alles gar nicht mehr so intensiv. Dann habe ich hier drin von Dokas Hühnchen mit Reis und Sesam. Das sind eher so kleinere Leckerlis. Gucken wir uns mal an. Zack. Auch das ist wieder verschließbar. Das riecht schon mal ganz gut. Aber halt sehr, 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 sehr klein. Halt so pelletmäßig, aber es ist nicht schlimm. Damit kommt. Willst du noch ein? Die? Ist gut, ne? Ja. Aber wir gucken mal weiter. Wir haben ja noch ein kleines bisschen was bei uns in der Tasche, Maus. In der Kiste. So, hier haben wir Kauknoten. Nein, die kriegt das nicht. Zum Schluss. Hier haben wir Superfood Meatballs. Das ist 43% Meat Content von Jim Dog. Und da haben wir drin Chicken with Sweet Potato and Millet. Ich weiß nicht, ob Sammy das essen wird, weil Süßkartoffel hat er so bislang nicht gerne gegessen. Das hatte der mal im Nassbutter drin, das mochte der nicht so gerne. Aber wir gucken mal, ob ihm das gefällt. Naja, ich glaube, jetzt gerade ist er eh in der Phase, wo der am liebsten alles fressen würde, was ihm vor die Nase kommt. Es riecht immer so lecker. Und du hast ja die Hirse da mit drin und diese Süßkartoffel. Das würde ich am liebsten selber mal essen. Aber nein, Sammy, du isst mir nicht mein Essen weg und ich esse dir nicht dein Essen weg. Okay, es scheint ein bisschen härter zu sein. Hättest du nicht mitgerechnet, Maus, wa? Er hat es wieder ausgespuckt. Wieder ausgespuckt. So gut kaum. Kriege ich das nicht gekaut. Er spuckt mir das immer wieder hin. So nach dem Motto, Frauchen, jetzt darfst du mal.
Aber dein angelegtes Essen will ich nicht haben, Maus. Hm? Meinst du, du willst es nicht nochmal probieren? Probier mal. Kräftig. Er spuckt mir das hin. Ich glaube, er mag das nicht so gerne. Aber gut, er muss nicht alles mögen. Aber er versucht es halt immer wieder, ne? Naja, ich leg's dir mal hin, Maus. Und später kannst du es ja nochmal probieren. Na, guck mal. Du schaffst das. Was haben wir hier drin? So ein kleines Päckchen, ne? Unscheinbar. Oh, das ist ein Ausstecher von einem Hund. Wie halte ich das denn am besten? So? Ist das nicht süß? Ein Keksausstecher. Hast du den jetzt doch aufgegessen? Sammy, ich bin stolz auf dich. Sehr gut gemacht. Ja, sehr süß. Das gefällt mir. Oh. Das ist nur ein Pöttchen. Das kannst du nicht essen. Oder willst du vielmehr nicht essen? So, last but not least ist hier drin ein Päckchen mit 7 Kauknoten von Sir Royal. Das dürfte dann auch wieder Rinderhaut sein, genau. Rinderhaut mit Huhn. Ach guck, da ist noch was drin. Er liegt hier wieder wie Clean Porno und wartet auf die nächsten Attraktionen, die Frauchen ihm zu bieten hat. Die kennst du doch auch, ne? So kleine Mini-Kauknoten und in der Mitte hast du dann das Huhn. Willst du nicht mehr essen? Doch. Musst du essen. Ja, das war ja auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Box. Ich blende euch hier mal eben den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin mal ganz gespannt. Also es müsste ja eigentlich relativ hoch sein. Die hat jetzt, glaube ich, 14,99 € oder sowas gekostet. Ja, Wahnsinn. Schöne Sachen dabei. Und ich habe natürlich jetzt hier auch noch die Katzenschatzkiste. Die werden wir jetzt hier nicht verkosten, die werden wir nur mal öffnen. Die Katzenschatzkiste ist tatsächlich immer etwas günstiger. Weiß ich jetzt aber gerade nicht aus dem Kopf. Dann 12 Euro gekostet hat. Das schon. So. Hier ist dann die Information mit dabei. Hey, teilt das bitte auf Instagram. Dann haben wir für die Katze mit dabei ein bisschen Spielzeug. Das ist so Raschelzeug von innen. Ich glaube, das ist für Katzen dann ganz toll. Von Trixie. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung von Katzen, aber muss wohl ganz gut sein. Das ist hier einmal eine Maus mit so einem, das ist ja die Weihnachtsedition, ne? Eine Maus mit so einem aufgenähten Weihnachtsmützchen und das andere ist, glaube ich, dann, weiß ich nicht, eine Ratte oder so? Ich weiß nicht, was soll das darstellen? Aber beide auf jeden Fall mit so einem Weihnachtsmützchen. Süß. Dann sind hier Käserollis drin mit echtem Hartkäse. So Drops, die kenne ich von meinem Hamster. Also, nee. Nee, die sind fester. Das sind so Tabletten. Mhm. Guck, das ist da auf jeden Fall mit drin. Dann haben wir hier mit drin Milkies, 4x Cat Snack mit tropischen Früchten von Animonda. Dann ein, oh, das ist süß. Der Schneemann Olaf ist mit dabei. Oh, das finde ich süß. Ein Baldrian Katzenspielkissen. Das finde ich richtig, richtig süß. Ja, Sammy, ist leider nichts für dich, aber richtig niedlich. Das gefällt mir. Ein Dinkelspelz aus ökologischer Erzeugung mit deutscher Herkunft
Beste Baldrianwurzel in Apothekenqualität, auch das ist deutsche Herkunft. Süß. Richtig süß. So soll der dann quasi ausgepackt aussehen. Oh. Ja, Sammy kann sich drüber freuen. Nicht der Sammy, sondern ein anderer Sammy. Dann sind hier Knusperkissen mit Huhn und Käse von Zoo Royal mit dabei. Dann haben wir hier auch von Hunter, das hatten wir ja eben schon mal, mit Rind- und Katzenminze ein Katzensnack. Auch voll schön, so kleinere Leckerlis sind das dann. Mhm. Sehr, sehr klein. Okay. Jo, als nächstes haben wir mit dabei Grain Free von Purina Beyond. Das ist reich an Rind mit Kartoffeln. Eine Nassfutterdose. Das ist eine etwas kleinere. Ja, Sammy, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, weil ich weiß, dass du relativ ungeduldig bist, ne? Dann habe ich hier mit drin Geflügel und Fischfrei. Sensitive, grain-free. Rentier? Ist es Rentier? Ja, das ist Rentier. Uiuiui. Ja, von Happy Cat. Das ist Trockenfutter. Als nächstes habe ich hier Bio-Rind, Fine Food, Cats Bio. Auch so ein Nassfutter. So ähnlich wie das, was wir auch für den Hund halt mit drin hatten. Dann gibt es hier nochmal Nassfutter, Yamso Delights with Wild Tuna and Hering. Und da ich weiß, dass der Sammy Kater leider keinen Fisch mag, werde ich das an meine Freundin weitergeben. Die wird sich da sehr, sehr drüber freuen. Dann habe ich hier saftiges Huhn an leckeren Möhrchen, auch von dieser Marke Miam Miam. Nassfutter. Dann haben wir hier drin Zoo Royal feine Paté ohne Zuckerzusatz, ohne Farbstoffe mit Pute. Die habe ich schon öfters im Rewe stehen sehen und fand die total niedlich, weil da einfach eine Katze drauf ist. Ist das nicht süß? Ich finde es mega süß. Als nächstes habe ich hier Mini-Steaks, Ente und Kabeljau. Das ist auch wieder von Dokas und das ist ja mit Fisch. Und leider mag Kater Sammy keinen Fisch, also kriegt er das leider nicht. Das kriegt dann auch wieder die Katze von meiner Freundin. Dann habe ich hier drin Mera Feines Fit, The Pet Food Family Outdoor, Rezeptur ohne Weizen. Mit viel frischem Geflügelfleisch. Und da scheinen dann auch irgendwelche Beeren oder sowas drin zu sein. Richtig interessant. Hier sind auch wieder 400 Gramm drin. Nicht schlecht, Herr Specht. Und last but not least ist hier auch wieder so ein kleines Päckchen drin. Und ich denke, dass sich hier dann auch wieder ein Ausstecher befindet. Genau. Und zwar ist es eine Katzenform. Ich mache das auch wieder wie eben. Also, das mal hier so rein. Eine Katze. Wobei ich den Hund schöner fand. Hi. Da haben die Hunde gewonnen, Sammy. Wow, ein Hoch auf die Hunde. Ein Hoch auf die Hunde. Entschuldigung. So, ihr Lieben. Auch hier blende ich euch mal für das Gesamtpaket den Gesamtpreis ein. Ich bin mal gespannt, was da an Wert rauskommt. Also, da habe ich ja nun gar keine Ahnung von. Ich kenne mich ja mit Katzenfutter so überhaupt null aus. Und ja, Majamas. Wir sagen jetzt Tschüss. So. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Sammy will schmusen. Dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würden wir uns mega drüber freuen. Ne, Maus? Da würden wir uns drüber freuen, ne? Ja, das wäre cool. Ansonsten würde ich einfach sagen, macht euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von uns und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!